Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von unserem Ausstellungstagebuch. Wie ihr seht, sind wir heute nicht bei mir am Schreibtisch, sondern wir befinden uns hier in den Ausstellungsräumen, wo dann die Ausstellung More Than Bricks stattfinden wird. Wenn ihr euch mal umschaut, dann seht ihr, sieht es hier noch ganz schön wüst aus. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass wir eigentlich kurz vor der Eröffnung stehen. Das wird sich aber ändern. Aufgrund der Situation, die wir jetzt alle haben mit Corona, haben wir uns dazu entschlossen, die Ausstellung in das nächste Jahr zu verschieben. Ganz einfach auch aus dem Grund, dass wir möchten, dass ihr Besucher hier die Ausstellung ganz uneingeschränkt besuchen könnt. In Gruppen, mit der Familie. Wir wollen, dass viele Besucher die Ausstellung anschauen, denn die Ausstellung ist so konzipiert, dass man wie in einer kleinen Stadt wandelt. Und da ist es, wäre es halt schade, wenn man da Beschränkungen hat, dass ihr nur in kleinen Gruppen rein dürft oder ja, einfach nicht die Räumlichkeiten so nutzen könnt, wie wir uns das angedacht haben. Weiterhin ist die Ausstellung sehr interaktiv angelegt, dass ihr gemeinsam oder auch alleine an verschiedensten Stationen Dinge ausprobieren könnt, machen könnt, wo man auch mal die Köpfe zusammenstecken kann, um Dinge, um kreativ zu werden, um Dinge auszuprobieren, um etwas zu gestalten. Deswegen einfach der Grund, die Verschiebung in das nächste Jahr. Und zwar wird die Ausstellung vom 20. März 2021 bis zum 3. Oktober 2021 laufen. Und die Ausstellungseröffnung wird dann am 19. März sein, wo ich euch jetzt schon mal ganz herzlich zu einladen möchte. Wir sind hier heute in der Ausstellung, in den Ausstellungsräumen, weil wir einen weiteren Schritt in der Ausstellungsvorbereitung schon gegangen sind, nämlich in der sogenannten Bemusterung. Die Bemusterung ist dafür da, um das Gestaltungskonzept und die Dinge, die für die Umsetzung der Ausstellung an Mobiliar auszutesten, ob die auch in der Ausstellung wirken. Von den Gestaltern, die dafür verantwortlich waren, die Szenografie zu entwerfen, es ist die Idee gewesen, ein Regalsystem für die Ausstellung zu konzipieren, wo eben Grafik angebracht werden können, aber auch Exponate. Und jetzt ging es uns darum, zu schauen, welches Material wir für den Grafikdruck nehmen. Dafür haben wir eben hier einen Probedruck mit drei verschiedenen Motiven, die unterschiedliche Farbigkeiten, unterschiedliche Kontraste zeigen, um zu sehen, wie das Material hier in der Ausstellung wirkt. Weil die Idee der Gestalter ist, dass das Material eine gewisse Transparenz hat, dass man eben wie ihr das hier sehen könnt, die Verstrebungen von dem Regal auch mit durchsehen kann, dass es so eine gewisse Leichtigkeit hat, vielleicht auch sogar so ein bisschen Baustellencharakter aufzeigt. Und das Material, was wir jetzt hier haben, ist das, was wir auch ausgewählt haben. Es gibt noch ein anderes, dünneres Material, was wir aber verworfen haben, denn hier bei dem kommt die Farbigkeit wunderbar zum Vorschein. Es hat einen gewissen Glanz, auch in diesem schönen Grünton oder hier bei dem typischen Terrakotta-Rot wirkt die Farbigkeit hervorragend. Auch wenn wir dann historische Bauten zeigen, die es nicht mehr existieren, wie hier das Kaufhaus Ritter in Halle, ein Anschnitt davon, von diesem historischen Gebäude, kommt halt in der Ausstellung auf diesen Druck hervorragend zur Geltung. Was wir auch austesten, ist eben, wie groß wir Grafiken benötigen, um die auf dieses sehr große Format, wie hier eben 2,60 Meter auf 1 Meter, wenn wir die Grafiken hochziehen, wie das dann kommt, dass wir eben dann schauen können, wir brauchen noch bessere Vorlagen oder müssen an die Grafik noch heran, um das Ganze dann ja, zu bearbeiten. Die zweite Sache, die wir hier bei der Bemusterung gleich mit austesten, da kommt ihr einfach mal mit rum, ist, wie die Lichtverhältnisse auf der Rückseite sind. Hier seht ihr jetzt nochmal das Regal. Geht eben auch darum, bei der Bemusterung ein Regal zu finden, was unseren Anforderungen entspricht. Das haben wir, glaube ich, auch gefunden mit diesem Modell hier. Und da ist eben die Idee, das Regal gleichzeitig als Träger für die Grafik zu nutzen, aber auch als Ausstellungs- oder als Ausstellungsvitrine, wo die Exponate dann eingebracht werden. Und da probieren wir eben auch jetzt mit den unterschiedlichen Höhen, in welche die angebracht werden müssen, die Regalböden, damit jeder Besucher das auch hervorragend anschauen kann. Dann testen wir natürlich auch die Lichtverhältnisse, wie wir mit Licht umgehen müssen in der Vitrine, dass die Objekte ausreichend beleuchtet sind. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch wieder eine gestalterische Idee, die von den
Szenografen entwickelt wurde, dass man das Motiv, was auf der Grafik auf der Vorderseite ist, dass sich das durch die Beleuchtung von vorne auch auf die Rückseite durchscheint. Denn wir wollen zum einen durch die Grafik, die vorne ist, auch einen Bezug zum Exponat herstellen, was sich dann hinten in der Vitrine befindet. Also so ein optischer Bezug muss dann unbedingt da sein, dass man auch sieht, okay, das Objekt, hier ist es jetzt ein Beispiel, das ist jetzt nicht der Fall, befand sich an diesem Bauwerk oder in ähnlicher Weise eben auch an solchen Bauwerken. Da testen wir dann aus, wie eben das Licht wirkt, und ihr könnt sehen, dass hier die Grafik hervorragend durchscheint. Auch selbst wenn wir hier in diesem lichthellen Raum dann sind, in dem Vitrinenbereich, kann man immer noch schemenhaft die Grafik dann auch wunderbar sehen. Und auch die Beleuchtung ist so gut einbaubar in dieses Regal, dass es kaum zu Spiegelungen kommt bei den unterschiedlichen Exponatformaten. Ich darf das Exponat hier mal ohne Handschuhe anfassen, weil das jetzt kein in dem Sinne museales Stück ist, sondern nur ein Probestück von einer Keramik. Hier ist jetzt allerdings, kann ich auch gleich verraten, der Bezug zu der Grafik vorne gegeben, denn das ist ein Profil, welches bei diesem linken Motiv, erinnert euch vielleicht bei dem grünen, oder ja, wir gehen nochmal rum, dass wir das euch nochmal schauen können. Diese grünen Verstrebungen hier in diesem Gebäude sind nämlich aus solchen Keramikelementen, die viel länger sind, hergestellt worden. Und das zeigen wir auch dann in der Ausstellung. Also so wäre dann die Idee, die wir haben, das Exponat mit der Grafik, mit der Architektur, die wir zeigen, auch in Verbindung zu setzen. Was wir dann eben auch schauen müssen bei so einer Bemusterung ist, wie hier, dass es dann nicht so aussieht, dass wir die Kabel einfach rumhängen lassen, sondern wie können wir die dann in den Vitrinen so verstecken, dass sie eben nicht sichtbar sind, aber dadurch bei der Ausstellung auch um eine Wanderausstellung handelt, wie können wir das so konstruieren, dass es leicht abbaubar ist, um dann am nächsten Standort auch wieder aufgebaut zu werden. Also das sind alles so Fragen, die bei einer Bemusterung ausgetestet werden, um das beste Ergebnis dann in der Ausstellung dann auch zu finden. Was auch ganz wichtig ist bei der Beleuchtung, komme ich nochmal ganz kurz darauf zurück, ist, dass, weil wir auf der Vorderseite die Grafik haben, dass kein Schatten vom Objekt auf die Grafik im Hintergrund geworfen wird, damit eben der Eindruck des Gebäudes auf der Vorderseite auch nicht gestört wird. Und das ist eben auch dadurch, dass wir diese Beleuchtung hier oben in dem oberen Regalboden einfügen können, wunderbar gegeben. Also insofern sind wir auch sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir hier ausgesucht haben an Material. Es wird noch eine große Änderung geben bei dem Regal, nämlich es wird nicht so silbern sein, sondern es wird schwarz sein. Deswegen haben wir auch hier die schwarzen Einlegeböden oder eine schwarze Auflage in den Boden eingelegt, damit wir auch hier sehen können, wie das Licht wirkt, wenn das eben alles schwarz ist. Also insofern eine tolle Lösung, die wir hier gefunden haben, und wir sind auch gespannt, wie es dann in der Ausstellung komplett dann aussehen wird. Wird noch eine Weile dauern. Erstmal müssen wir hier klar Schiff machen, um die ganzen Regale dann aufzubauen. Aber das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen dann in Angriff nehmen, damit wir rechtzeitig, ist noch genügend Zeit, dann im neuen Jahr dann auch eröffnen können. Ja, so viel soweit von mir. Ich werde in den nächsten Tagen euch wieder begrüßen, um euch das noch zur Ausstellungsgestaltung genauer zu erklären, wie die Pläne aussehen, und möchte euch auch da schon mal einladen auf den 17. Mai zum Internationalen Museumstag, den wir in diesem Jahr auch online bestreiten werden. Und bei dieser Gelegenheit werde ich nämlich auch etwas über die Ausstellungsgestaltung berichten, wo wir auch vielleicht die Möglichkeit haben, dass wir dann in einer Chat miteinander reden können, wenn ihr Fragen habt, dass ich dann auch gleich live darauf eingehen kann. Auch nochmal jetzt der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Beim nächsten Mal, was nicht so lange hin sein wird, werde ich die dann gerne beantworten und freue mich dann, euch wieder hier zu sehen. Bis bald!